Hallo und herzlich willkommen zu den News der Woche hier bei Autoforie. Fangen wir direkt mal an mit Pebble Beach. Da sind mal wieder ein paar Schönheiten gezeigt worden. Nicht nur alte Raritäten, sondern auch wieder Zukunftskonzepte wie etwa BMW Konzept Z4. Das soll uns eine seriennahe Studie bringen, die uns wirklich zeigt, wie der Z4 im kommenden Jahr aussehen wird. Der ist übrigens wieder von Calvin Look gezeichnet worden, der auch schon für das Exterieurdesign des X3 verantwortlich war. Und dementsprechend sehen wir auch ganz klar den Fokus wieder auf die Nieren. Die sind wieder so steil angeneigt, wie es in meinen Augen zuletzt beim E30 zum Beispiel der Fall war. Die Scheinwerfer, sehr interessant, sind vertikal übereinander angeordnet, also besonders die Corona-Leuchten, diese Tagfahrlichtringe. Und wir haben vor allem ein sehr kräftiges Hinterteil, wie es für einen Roadster sich gehört. Die Seitenlinie ist sehr keilförmig und soll dementsprechend auf den Hinterradantrieb hinweisen. Was genau dann schlussendlich unter dem Z4 definitiv stecken wird, sehen wir frühestens wahrscheinlich im Rahmen der IAA. Was aber schon sehr fertig aussieht, ist nämlich das Cockpit. Ich lasse es einfach mal auf euch wirken. Wir sehen da Schalter, die wir schon aus diversen Serienmodellen kennen. Das Einzige, was wahrscheinlich so nicht in Serie gehen wird, ist das sehr puristische Lenkrad. Wo der Z4 sehr puristisch ist, ist das Mercedes-Maybach 6 Cabriolet eher nicht puristisch, sondern absoluter Luxus, wie man sich nur vorstellen kann. Auf 5,70 Meter Länge sehen wir viele Anekdoten, die dann doch eher an ein Speedboot oder generell an eine Yacht erinnern. Wir haben ein extremes Luxusgefährt in extremer Länge und tendenziell der Zukunft EQ Power gewidmet, einen 550 Kilowatt starken Elektroantrieb. Exklusiv geht noch exklusiver, wie wir vom 911 Turbo S jetzt gelernt haben. Denn Porsche bietet da auch ab Anfang nächsten Jahres ein geflochtenes Carbonrad an. Dabei werden Carbonfasern geflochten für das Felgenbett und Fasermatten zusammengelegt für den Radstern. Das sind übrigens so knapp über 200 Einzelteile. Dabei wird dann nach der Zusammensetzung das Ganze noch mit Klarlack überzogen, gebacken und fertig dann auf den 911 Turbo S Exclusive Series montiert. Und wer das Ganze haben möchte, muss dann nochmal knapp über 15.000 Euro für diesen Radsatz drauflegen. Dabei ist das Ganze 20% leichter und 20% fester als ein konventionelles Leichtbaurad. Abschließend mit den Gerüchten, und zwar zu den Mercedes-Benz Kompaktmodellen. Da soll ja so 2018, 2019 die neue A-Klasse kommen und die könnte nicht mehr per 7-Gang DCT, also Doppelkupplungsgetriebe, geschaltet werden, sondern 8-Gang Automatik, wie man jetzt nämlich laut einer Patentanmeldung in den USA lernt. Da hat Mercedes nämlich den Claim 8G-Tronic angemeldet. Das war's mit den News der Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Belohnt das Ganze mit einem Daumen nach oben. Lasst noch ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.